Yes, was geht ab bei euch? Ihr habt es am Titel erkannt. Es ist nochmal Zeit für ein Q&A. Das letzte ist schon einige Zeit her und ich sammle ja immer wieder Fragen, vor allem auf Instagram. Und ich habe auf jeden Fall genug. Ich gucke mal, wie viele ich beantwortet bekomme in ungefähr einer Viertelstunde. Das war immer grob die Zeit, die wir mit Q&As bis jetzt gut füllen konnten und die auch, glaube ich, Sinn machen zu gucken, wo einem nicht zu langweilig wird. Und ich so ein paar Antworten versuche, euch auf eure Fragen zu geben. Natürlich könnt ihr auch kommentieren hier unten drunter, wenn ihr Fragen habt und vielleicht nehme ich eure Frage dann mit ins nächste Q&A einfach auf. Die erste Frage, da ist sie. Neuling mit 28 Basketball angefangen, Position Center, 1,96 Meter, 105 Kilogramm, Basic Drills für mich. Mit 28 anfangen ist natürlich relativ spät und je nachdem, was man an Vorerfahrungen aus anderen Sportarten mitbringt, sprich Ballgefühl und einfach einen Sinn dafür und ein gutes Gefühl mit dem Spielgerät Ball umzugehen, würde ich auf jeden Fall jedem Anfänger, egal ob er jetzt 5 ist, 12 ist oder wie hier 28, empfehlen, erstmal ein Ballgefühl zu entwickeln. Ja? Ein gutes Ballhandling, Soft-Touch-Finishes, alles nah um den Ring, was den Korb angeht. Und natürlich erstmal mit dem Spielgerät, mit dem Ball gut umgehen lernen. Das hilft euch bei allen Aktionen, egal ob beim Passen, beim Werfen, beim Fangen. Egal um was es geht, ein gutes Ballhandling ist auf jeden Fall essentiell wichtig. Und erst recht, wenn man spät anfängt, ist es, glaube ich, auch das, wo man am meisten Probleme und Herausforderungen hat, da sich irgendwie schnell einzufinden. Deswegen viel mit dem Ball machen, auch über die Trainingszeiten hinaus, die man mit dem Team hat, immer wieder einen Ball nehmen, im Sommer auch draußen was machen. Zu Hause kann man ein bisschen was machen. Also vor allem Dinge mit dem Ball und als Center natürlich Soft-Touch-Finishes, der gute alte Mikan-Drill um den Korb herum, einfach finishen mit beiden Händen. Am Anfang ist es vor allem richtig schwer, mit der schwachen Hand irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Einfach da das gute Ballhandling an allererste Stelle stellen. Und als Center braucht man jetzt auch nicht das gute Ballhandling, wenn es um Dribbling geht. Den Ball nach vorne zu bringen, ist natürlich tough, wenn man mit 28 gerade mit dem Basketball anfängt. Aber wenn man schon mal 1,96 und 105 Kilo auf die Waage bringt, egal wie die 105 Kilo jetzt aufgestellt sind, ist man, glaube ich, schon ganz gut, um da unterm Korb sich ein bisschen Platz zu verschaffen und mit den ein oder anderen Basic Moves schon ganz gut mitzuhalten und einen Impact haben zu können in ein Spiel. Wie kann man am besten anfangen zu trainieren? Auch bei schlechtem Wetter zu Hause? Geht in die ähnliche Richtung, also auch jemand, der anscheinend gerade anfängt mit Basketball. Und klar, wie ich es gerade gesagt habe, ne, so viel Zeit wie möglich einfach mit dem Ball verbringen, auch wenn es zu Hause ist. Ne? Es gibt den berühmten Drill, wo ihr euch auf den Rücken legt, auf dem Boden und den Ball nur in eurer Shooting Hand habt und probiert mit einem guten Follow-Through, also der Wurfbewegung, nur mit einer Hand den Ball gerade nach oben. Es muss noch nicht mal weit sein und wieder aufzufangen in der Shooting Hand. Solche Sachen und Kleinigkeiten können euch einfach helfen, am Anfang ein gutes Ballhandling, ein gutes Gefühl zu entwickeln, um einfach bei allen Aktionen sicherer zu werden, um einfach mit dem Basketball euch ein bisschen nach und nach besser auszukennen. Hast du einen Tipp, wie man seine guten Trainingsleistungen auch im Spiel auf den Platz bringt? Das ist auf jeden Fall bei weitem die schwierigste Aufgabe für euch als Spieler, aber auch für uns als Trainer. Wie schaffen wir das, die gute Trainingsleistung meiner Mannschaft oder individuellen Spielern einfach mitzunehmen, mit ins Spielgeschehen, in den Wettkampf? Und dieser Transfer ist auf jeden Fall die schwierigste Aufgabe, würde ich sagen. Es gibt Spieler, die sind die größten Trainingsweltmeister, nicht nur mit Hütchen, sondern auch mit eigenen Teammates, wo sie vielleicht gewohnt sind, gegen die zu spielen. Da fällt es einem oft einfacher, weil man das kennt, man scheut sich nicht so vielleicht vor Körperkontakt und es ist einfach ein anderes Setting, wenn ich ein Trainingsspiel mache und wenn ich nach einem richtigen Wettkampf gegen eine andere Mannschaft mit Schiedsrichtern, mit Erwartungen, mit Zuschauern und so weiter gesetzt werde. Und da ist einfach ein Tipp, so oft wie möglich probieren vor, vielleicht auch während der Saison, Trainingsspiele zu machen. Egal, ob es individuell ist,
eins gegen eins. Natürlich kennt ihr eure Teammates, aber ihr müsst euch einfach in die Wettkampfsituation bestmöglich setzen. Es bringt nichts, ganz, ganz viele Drills einfach immer nur mit Cones zu machen. Ihr braucht wirkliche Gegenspieler und genauso ist es mit dem Team. Ihr braucht wirkliche Teams und das Setting, was ihr auch vorfindet im Spiel. Das heißt, für Trainer und auch Spieler, versetzt euch möglichst realistisch, also möglichst nah an die Wettkampfsituation. Also macht Testspiele und auch wenn man das runterbricht auf einzelne Moves, immer wieder in Spielsituationen gehen. Also bei mir ist es so, in meinen Gruppenworkouts und wenn ich mit Leuten arbeite, dann probiere ich zuerst im Detail mir bestimmte Bewegungen und Moves zu erarbeiten mit denen, also von klein nach groß sozusagen, im Detail eine Bewegung auseinandernehmen in kleine Bestandteile, diese Bestandteile üben, dann hat man irgendwann die komplette Bewegung, wo der Spieler eine Idee davon hat, wie es nachher im Spiel passieren soll und dann nachher einen Verteidiger hinzugeben, der zuerst passiv ist, dann einen Verteidiger dazugeben, der bestimmte Ausstiegsvarianten vorgibt und dann zum Schluss das einfach ins komplette Live sozusagen ins Gameplay umsetzen. Das sind so die verschiedenen Stationen. Ich habe immer wieder gerne Quote dabei von Mike Tyson und zwar hat der mal gesagt, everybody has a plan until they get punched in the face. Oder so ähnlich. Das heißt, jeder hat einen Gameplan und jeder geht in ein Spiel, wenn ich das jetzt auf Basketball übertrage, mit einem bestimmten Plan. Aber wenn es dann auf einmal dazu kommt, dass jemand vor dir steht, jemand dich verteidigt und vielleicht noch aggressiv ist, dann ist der Plan schnell hinüber. Deswegen solltet ihr darauf vorbereitet sein und das schafft ihr einfach mit wettkampfnahem Training so nah wie möglich. Was war das Coolste, was du je mit Basketball zu tun hattest, außer deinen eigenen Ball rauszubringen? Und das ist natürlich eine lange, lange, lange Liste. Mittlerweile hat sich da einiges angesammelt von Erinnerungen, sowohl aktiv als auch einfach Erinnerungen, die ich mitnehmen und erfahren durfte als Trainer, als Coach, als jemand, der viel unterwegs ist und reisen kann mit Basketball, auch jobbedingt. Das sind so viele Sachen. Und wenn ich da ein paar Dinge rauspicken müsste, dann wäre das auf jeden Fall unsere unglaubliche Philippinenreise. 3 Wochen 2012 war das auf den Philippinen mit dem Germany's Finest Team. Mit 10 Spielern sind wir zuerst 10 Tage in Manila und dann 10 Tage auf Boracay, Bacolod, ein bisschen die Insel gehoppt und haben da einfach gegen Auswahlmannschaften gezockt, auf der Straße einfach gegen Kids gespielt. Da ist an jeder Ecke ein Court. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man selber noch nicht da war. Deswegen checkt man die Videos. Die sind hier so wenig gesehen wie kaum anderer Content, weil das einfach schon lange, lange her ist, als ich YouTube noch nicht so, nicht so frequentiert genutzt habe oder nicht so oft Videos rausgehauen habe wie damals. Da findet ihr noch was. Diese Philippinen-Erfahrung war einfach unglaublich und wird immer eine sehr positive und schöne Erinnerung bleiben. Und sonst einfach die Leute, die ich kennengelernt habe. Ich habe jetzt einen Großteil meines Freundeskreises sind natürlich aus dem Basketball. Das heißt einfach die Verbindung, die ich machen konnte mit anderen Menschen, egal ob das Spieler waren, die ich über einen längeren Zeitraum begleite oder Leute, die einfach Freunde geworden sind vom Spiel. Und das sind einfach Sachen, die das Spiel mir mitgegeben hat. Die sind unbeschreiblich. Ne? Meine Zeit in Atlanta bei den Hawks. Ne? Ich habe Leute wie Dominic Wilkins kennengelernt, einfach Menschen, die ich früher schon auf dem Radar hatte. Das ist auch was, was im Laufe der letzten 10 Jahre oft passiert ist, dass ich einfach Leute, als ich das Spiel angefangen habe, lieben zu lernen, egal ob die NBA oder Streetball, einfach damals schon auf dem Schirm hatte und ich krass gefeiert habe, einfach kennengelernt habe oder mit denen zusammengearbeitet habe, wie King Handles zum Beispiel, ne, aus Kanada, den ich jetzt ein paar Mal gesehen habe, mit dem ich an Projekten zusammengearbeitet habe und einfach solche Möglichkeiten, das ist einfach das größte Geschenk, was mir Basketball gemacht hat und das sind einfach Momente und Menschen, die unersetzlich sind, die für immer da oben bleiben werden und auch ein bisschen für euch dargestellt werden. Was ist noch
auch cool, natürlich jetzt gerade, ich komme wieder von der Kreuzfahrt, einfach solche Möglichkeiten zu haben, beruflich das zu verbinden, auf dem Kreuzfahrtschiff mein eigenes Camp anzubieten für die Kids an Bord, als auch dann wieder auf so einem unglaublichen Freiplatz einfach zu sein, schwimmend durchs Mittelmeer zu fahren, da mein Basketballcamp zu geben. Checkt auch hier mal die Vlogs. Ich werde das hier oben nochmal verlinken. Dieses Jahr haben wir nicht so viel gefilmt, aber letztes Jahr das Ganze gevloggt mit 3 oder 4 komplett Behind-the-Scenes-Vlogs vom Schiff. Also unendlich viele Sachen. Ich könnte noch weiter erzählen, aber wir haben schon 10 Minuten hier vom Q&A rum. Deswegen nur diese paar kleinen Dinge als Einblick, was das Coolste ist, was ich mit Basketball zu tun habe. Natürlich auch mit euch, die Interaktion, ne? Hier auf Instagram, krasse Sachen, die passieren. Ihr habt vielleicht meinen Steve Smith, den Smitty-Tutorial gesehen zum Move. Habe ich irgendwann eine Nachricht bekommen von Steve Smith, der mir schreibt, so, oh, nices Tutorial von meinem Move und du hast es sogar noch weitergebracht, hast noch mehr Variationen reingemacht. Das ist natürlich nice, dass da ein NBA-Spieler ist, dessen Move ich erkläre, den ich früher gefeiert habe, der mir auf einmal auf Instagram schreibt, so, good Tutorial, nice Move, du bringst es sogar noch einen Schritt weiter, als ich das gemacht habe. Also viele coole Sachen, die die ganze Zeit passieren und mir passiert sind. Und auch wenn ich in die Zukunft blicke, wer weiß, was kommt, das ist einfach, gehört irgendwie alles dazu. Was ist für dich faszinierend am Basketball und was hält dich am Ball? Das sind eigentlich genau die Antworten und die Dinge, die ich gerade schon mal bei der Frage davor euch gegeben habe. Ne? Einfach das Komplettpaket. Basketball ist einfach, hat mich so in den Bann gezogen vor sehr, sehr langer Zeit schon. Und das ist einfach immer noch so. Ja? Dieses Feuer für die Sportart und diese Leidenschaft, die brennt immer noch krass in mir. Und ich glaube, das merkt ihr auch mit allem, was ich mache. Mittlerweile ja 100% beruflich und mit meinen Sachen, die ich sonst noch mache, nebenbei. Mit Basketball. Das ist einfach, ich habe da mein Ding gefunden, bin da sehr dankbar für und einfach die beste Sportart auf diesem Planeten für mich ohne Frage. Was sind die besten Drills für dich? 12 Jahre, 1,90 Center und auch wieder kann ich nur sagen, zum Anfang nochmal spulen bzw. klicken, Basic Drills. Ne? Mit 12 kann man noch ein bisschen mehr Richtung Dribbling natürlich dazu nehmen. Das heißt, wenn du mit 12 1,90 bist, dann bist du vielleicht hier Center, was deine Position angeht. Aber trotzdem würde ich dir ans Herz legen, hey, arbeite auch an deinem Midrange-Game. Ja? Guck, dass dein Ballhandling gut ist, dass deine Basics einfach gut sind, um nachher vielseitig zu sein. Ne? Es gibt diese gute alte Center-Position nicht mehr. Das heißt, probier vielseitig zu arbeiten und dir da neben den Basics natürlich Armkorb, Soft-Touch-Finishes, ich predige immer wieder dasselbe, auch noch mehr anzueignen. Ein bisschen weiter rauszugehen, je nachdem, was die Leute auch mitbringen. Ne? Es gibt die 12-Jährige, die sind irgendwie schon 5 Jahre dabei. Mit denen kann man schon relativ komplexe Sachen machen. Und es gibt 12-Jährige, die fangen gerade erst an, da natürlich erstmal die Basics gut rausarbeiten. Es ist auch immer so geil. Ich weiß, es ist mittlerweile die Kommunikationsart, aber ich habe es immer noch schwer damit, abgehackte und kurze Sätze als Fragen zu bekommen. Mit 1,73 Dank möglich? Also möchte derjenige mich wahrscheinlich fragen, ob auch mit einer Körpergröße von 1,73 Meter, die fürs Basketball ja relativ gering ist, ein Druckkorbleger in erreichbarer Nähe sei. Und da kann ich nur sagen, klar, 1,73, erstmal ist alles möglich, was ihr wollt und was ihr euch in den Kopf setzt. Und mit 1,73 gibt es ja schon viele Beispiele und danke, die das sogar relativ professionell machen. Also mit dem richtigen Trainingsprogramm, der richtigen Motivation und Geduld natürlich, das ist auch nicht zu verachten, ist es auf jeden Fall möglich, auch mit 1,73 zu danken. Letzte Frage vielleicht, 14 Minuten haben wir gleich und die ist ganz nice. Kommen irgendwann mal deine eigenen Basketballschuhe raus?
Und ich würde jetzt gerne ein Announcement machen und sagen, ja klar, ich habe mich mit der Jordan Brand zusammengetan und in einem Monat droppt der erste Paul Gude Signature Sneaker. Aber nein, es ist noch nicht so weit. Aber wie eben schon mal auch beim 1,73 Dude als Antwort gegeben, alles ist möglich. Das ist jetzt nichts, worauf ich irgendwie hinarbeite, irgendwann mal meinen eigenen Signature-Schuh an den Start zu bringen. Aber wer weiß, hättest du mir vor 5 oder 10 Jahren erzählt, dass ich meinen eigenen Spalding-Basketball rausbringe, hätte ich dich für verrückt erklärt. Mittlerweile weiß ich, das ist nur der Anfang. Und das ist mein eigener Text aus diesem Video hier wiederum, als ich meinen eigenen Spalding rausgebracht habe. Es ist mittlerweile fast ein Jahr her. Im Dezember ist es ein Jahr her und das hätte ich auch nie für möglich gehalten. Also wer weiß, was kommt. Ich werde weiter dranbleiben, meine eigenen Ideen umsetzen, gucken, wer Lust hat, mit mir an Projekten zu arbeiten. Und wenn da irgendwann mal ein eigener Schuh rauskommt, werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Ich bin offen und gespannt auf alles, was kommt. Ich glaube, das ist auch die Einstellung, die ihr haben solltet. Hart weiterarbeiten, vor allem an eurem Game, positiv bleiben und gucken, was dann einfach auf euch zukommt. Dann werden gute Dinge für euch passieren, da bin ich mir sicher. Wenn ihr Fragen habt, hier einfach unter dem Video kommentiert fleißig oder auf Instagram immer mal wieder die Q&A-Funktion nutzen. Vielleicht landet eure Frage dann auch mal hier im YouTube Q&A und ich kann euch da Rede und Antwort stehen und vielleicht auch was mitgeben oder einen Tipp geben, wie ihr auf dem Feld oder auch daneben einfach ein paar Schritte vorwärts macht. Wie immer waren es wieder ein paar interessante Fragen. Ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen oder konnte euch einen Einblick geben mit der einen oder anderen Sache. Abonniert seid ihr hoffentlich schon. Wenn nicht, einmal hier diesen wunderschönen Kanal abonnieren. Dann natürlich immer wieder Daumen hoch ohne Ende, die Glocke anmachen. Ihr kennt den YouTube-Spaß hier. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Video zurück.